Herzlich willkommen zurück hier am Klärteich in Echo. Ja, ich habe ein bisschen was zwischen den Folgen gemacht, aber nicht viel. Und zwar habe ich nur den Zementbrennofen aufgestellt. Der ist ja noch während der letzten Folge fertig geworden. Oder danach? Danach. Der ist danach fertig geworden. Der hat ja, stimmt, ich habe durch das Fenster habe ich geguckt, wie er fertig wurde. Und da steht er nun drin. Man kann ihn ganz knapp erkennen. Was ich aber merkwürdig finde, ist, dass wenn man dieses Rohr noch ein bisschen weiter verlängert, dass das dann kein Raum mehr ist. Komisch. Finde ich seltsam, aber war auch mal anders. Gut, kommen wir mit klar. Es ist jetzt noch ein Raum. Wahrscheinlich, weil das Rohr hier momentan wohl als Außenwand noch zählt. Ich habe keine Ahnung, warum. Gut, was habe ich noch gemacht? Ja, man hört es hier blättern. Ich habe da ein Zement-Skillbuch. Bin ich da am Forschen. Das Skillbuch mit der Schriftrolle, damit wir dort auch Zement herstellen können für die Wasserreinigungsanlage. Stimmt, wollte ich jetzt mal gucken. Gucken. Und zwar, da sind wir. Und zwar wollte ich jetzt eigentlich, ach ja, so eine Pumpe habe ich auch noch reingeschmissen. Also ganz oben. Könnte vielleicht auch schon fertig sein. Vielleicht sind es auch beide schon fertig. Gucken wir mal. Könnten beide tatsächlich fertig sein. Beide. Eine. Beide. Ach ja, eine Dampfmaschine habe ich auch gebaut. Stimmt, für die elektrische Wasserpumpe. Die brauchen wir jetzt nicht zwangsläufig, aber... doch, können wir eigentlich doch. Nehmen wir mal mit. Und die Hochöfen. Und natürlich auch die elektrische Wasserpumpe. Und kommen die mechanischen immer auch mit, wenn wir schon mal dabei sind. Nehmen wir gleich alles mit. So. Jetzt müssen wir wieder irgendwie hoch. Anders. Stimmt. Da kommen wir über die Rampe hoch. Ich muss auch hier Fenster einbauen. Na du Hirsch. Du alter Elch. Verkackte Elchkuh. So. Und zwar Hochöfen. Wo bauen wir sie denn mal hin? Hier möchte ich ganz gern, glaube ich, die Öfen haben. Wie rum ist denn so richtig? Man erkennt es aber auch überhaupt nicht mehr. Ich glaube, so rum. Ich glaube, so rum war richtig. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht so wirklich sicher. Ja, sieht richtig aus. Sieht richtig aus. Möchte ich das wirklich hier so knapp dran haben? Ja, klar, warum nicht? Warum nicht? So? Nee, auch nicht. Warum habe ich denn den? So. So ist das. Zwei. Drei. Und hier steht Nummer 4. Das ist schon mal ganz gut. Ich hoffe, das klappt auch so alles, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube fast nicht, aber wer weiß. Kein Kraftstoff mehr. Ach, brauche ich ja keinen Raum. Oh, das ist natürlich herrlich. Chimney pipe must have only one open end outside of rooms and above the object. Das ist aber Chimney, das ist, glaube ich, das Abgasrohr da oben. Da musste ich nur einen. Ach so, weil das innerhalb eines Raums war. Ja, warum weiß ich nicht. Gut. Da kriegen wir hier aber auch noch ein Problem mit. Ist aber erstmal nicht so wichtig. Noch ist der Raum ja nicht fertig. Das ganze Gebäude ist noch nicht fertig. So, jetzt holen wir mal diese Blöcke hier alle raus. Schmeißen sie mal hier daneben, weil der Wagen ist nämlich voll. So. Und jetzt brauchen wir Rohr. Rohr. Brauchen wir Rohr. Ich glaube, ich möchte hier wieder erstmal eine Öffnung haben, damit wir wieder rein und rauskommen. Das wäre schön. Das wäre wirklich sehr schön. Deswegen hole ich mal die... Habe ich jetzt mal die Wand da rausgeholt.
So, hier habe ich Steine drin, weil ich habe ein bisschen umgelagert. Rohr, genau. Rohr haben wir hier. Wie viel brauchen wir? Wahrscheinlich reichlich. Wahrscheinlich reichlich, nehmen sie mal alle. Alles Rohr, was wir haben, nehme ich jetzt mal mit. Hier. Hier ist Leitern. Hier ist das Leitern, sind die Leitern Christi. So. Und hepp. So, da müssen wir mal lang. Und da müssen wir mal lang. Da lang. Da lang. So, aber welches ist das? Ist das Frischwasser und welches ist das Abwasserrohr? Das würde mich auch noch interessieren. Das sieht fast aus wie das Schmutzwasserrohr. Und das hier könnte vielleicht das Frischwasserrohr sein. Ja, kann. Das könnte alles. Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich bin hier auch noch neu. So. Schauen wir mal. Tja, wo soll ich denn das ganze Rohr hin? Ach, Alter. Finne. Lass mich rein. Lagerplatz, komm, dann schmeiß das erstmal wieder zurück. Hier, irgendein Lager. Irgendeins? Hallo? Hier ist kein Platz mehr drin. Das ist ja alles nicht so schön. Ach doch, hier haben wir doch noch ein bisschen. Gut. Passt. Ach, die Rugen. So. Jetzt müssen wir hier noch ein bisschen was raussammeln. Ach, Mann, nein. Ich möchte doch nur das da. Nein, das da. Nee. Das. Genau, dankeschön. Hier bitte auch. Sag mal. Man muss genau auf den Rand auch noch zeigen. Zack, so, jetzt haben wir hier auch vier. Sehr schön. Ja, dann legen wir daneben, komm. Achso, haben wir schon. Gut. Jetzt müssen wir wieder nach ganz unten. Ja. Wir nehmen hier die schnelle Abkürzung. Den kurzen Dienstweg. Und dann stellen wir hier irgendwo eine Wasserpumpe auf. Ich weiß noch nicht genau wo, aber irgendwo müssen wir schon eine aufstellen. Das ist keine Wasserpumpe. Das ist eine Dampfmaschine. Alles da. Dampfmaschine, elektrische Wasserpumpe. Das ist schon mal gut. Kann die? Die kann hier eigentlich draufstehen, ne? Die kann hier theoretisch draufstehen. Ach, hey. Nicht mit Wasserfälle. Wasserquelle. Power Grid has insufficient power. Insufficient. Bova? Ach, die braucht selber Strom. Ach ja, natürlich brauchst du Strom. Ach, Dampfmaschine. Natürlich muss er auch mit Wasser versorgt werden. Natürlich. Schauen wir mal. Ich sehe hier gar nichts mehr. So. Wo ist denn jetzt hier der Eingang und Ausgang? Ich kann hier ganz schlecht nur was erkennen. Ja, okay. Da ist der Eingang. Könnte ich mir vorstellen, dass das der Eingang ist. Muss ich das jetzt wirklich so bescheiden hier irgendwo hinpflastern? Das ist ja echt ein bisschen ungünstig gerade. Komm, schmeiß das mal hier hin. Gut. Okay, das heißt, wir brauchen wieder Rohr. Das Rohr, ach, das liebe Rohr. Haben wir doch hier irgendwo? Hier. Da haben wir Rohr. So, jetzt verbinden wir mal das Ganze. Ja, und welches ein und welches Ausgang? Oh Gott, ich weiß es nicht. Warum mache ich das eigentlich so kompliziert? Ich habe keine Ahnung. Das kann eigentlich gleich direkt hier so dran und dann hier irgendwie so runter. Aber ich möchte es hier so runter haben. Ja, genau so.
Gut. Reicht mir doch schon. So. Wenn es der Zulauf ist. Nicht mit Wasserquelle verbunden. Gut, dann ist das ja wohl der Einlauf, der Zulauf. So. So, schauen wir mal. Also, bleib doch mal oben. Schwimm doch mal in Milch, ohne Fett. Genauso. Gut, dann. Jetzt ist mit Wasserquelle verbunden. Das hier, das heißt, das hier ist ein. Ist der Ausgang. Ja, halt doch mal still. Danke. So. Es liegt ja auch noch überall oberirdisch das Rohr, aber gut, was willst du machen? Das ist leider so. Das ist erstmal rein provisorisch, ne? So, und schauen wir mal. Powergrid, alles klar. Das heißt, hier können wir jetzt theoretisch Baumstämme einfüllen. Das wäre natürlich super. Das wäre klasse, das wäre ganz fantastisch. Haben wir nur gerade keinen Zugriff drauf. Ach, ist ja toll. Aber das kriegen wir gleich mal hin. Das kriegen wir gleich mal hin. Komm, da erstmal rein. Passt schon. Raschel, selbst hier unten im Keller hört man noch das Geraschel von den Büschen draußen, wenn die Viecher da durchkraxeln. Aber gut, soll mir auch recht sein. So, Power. Zack, Power. Schön, schön. Funktioniert alles, Träumchen. So. Oh, das war dumm. Ja, das ist natürlich. Ja. Wie schlau. Sehr schlau. Sehr schlau, sehr schlau. Ja, es ist. Ich weiß. War jetzt nicht unbedingt das Intelligenteste, was ich machen konnte. Mist. Gut, alles klar, dann nehmen wir halt die mechanische. Energie. Ich weiß nicht, ob wir genug Energie haben. Das weiß ich ja gerade überhaupt nicht. Wäre schön, wenn. Falsch rum. So. Wasserpumpe. Zack. So, also an dem Absperrventil. Da wird es also in die Geräte reingeleitet und. Alles klar. Gut. Gut, gut. Ja, das muss man auch erstmal wissen. So. Und hier eigentlich nur in das Wasser. Mal gucken. Jetzt müssen wir von hier oben noch Rohr runterkommen lassen. Ich hoffe, das reicht auch so alles, was wir hier haben. Das wäre schön. Und ich hoffe auch, dass eine Pumpe reicht. Das wäre noch viel schöner. So. 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 Ach hey. Ob das Rohr wohl reichen wird, das wäre auch ganz, ganz fantastisch, wäre das. Habe ich jetzt überhaupt die richtigen Leitungen hier? Ich weiß es gerade nicht. Wäre schon ganz nett zu wissen. Deswegen werden wir auch erstmal nur einen einzigen Ofen erstmal anschließen. So. Und hier haben wir noch einen. 1, 2, 3, 4. 5? Hä? Wieso 5? Wieso 5? Wieso habe ich jetzt hier auf einmal 5 Anschlüsse? Oh. Das ist ein anderer Ausgang. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Rohr. Wir brauchen mehr Rohr. Können wir ja machen. So. Dann wollen wir hier mal dieses Schisselerweng mal an. Ja, toll. Den Schisselerweng hier mal anschließen. Und gleich mal oben gucken, ob sich da was tut. Das wäre schön. Das wäre schön. Power Grid has insufficient power. Warum?
Null. Nein, das ist nicht so. Das ist eine mechanische Energie. Deswegen heißt es auch mechanisch. Wie kriege ich da jetzt mechanische Energie rein? Wir haben doch hier ein bisschen. Wahrscheinlich nicht genug. Wir haben hier bestimmt nicht genug Energie. Oder die Energie, die wir hier haben, ist ein bisschen zu weit weg. Das mag sein. Ja, das wird wahrscheinlich auch so sein. Oder haben wir hier noch irgendwas übrig? 600 Watt, Nachfrage 0. Das ist bestimmt nur zu weit weg. Ja, es ist zu weit weg. Das heißt... Ach, jetzt. Kommen wir da irgendwie dran? Ich möchte... Oh, alles klar, da kommen wir halt nicht dran. Ja, es wird schon. Das wird schon. Sag mal. Diese Leitern, weißt du? Alter, ich wollte jetzt eigentlich keinen Rohrschach spielen, Mann. Wo haben wir hier? Die brauchen zwar alle mechanische Energie, aber ja, gut, komm, egal. Kommen wir hier dran vorbei? Nein, kommen wir natürlich nicht. Ne, ist ja herrlich. Gut. So, jetzt müssen wir uns irgendwie hier mal an dem Gebäude dran vorbeiquetschen, wenn das möglich ist. Wäre schön. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, nein, nein! Ach Mann, nein. Okay, okay, okay. Dann machen wir es anders. Dann machen wir es mal so. Da komme ich natürlich auch nicht hoch. Aber so. Und jetzt? Ja, jetzt leuchtet er. Jetzt. Ah, jetzt endlich. Junge, Junge, was für eine schwere Geburt mit Nachwehen. Vor allem Wehen. Alter, meine Güte. Das müssen wir irgendwie noch. Das Windrad jetzt hier unten irgendwo andengeln. Irgendwie, irgendwo. Irgendwohin. Ist ja egal erstmal wohin. Aber irgendwohin muss es jetzt hier erstmal. Irgendwo. Da geht es natürlich nicht. Das hier alles gerade ein bisschen eng. Das ist vielleicht alles gerade ein bisschen zu eng. Ja, ist gerade etwas ungünstig. Ungünstig und unglücklich. Warte mal, vielleicht reicht es ja schon, wenn ich die Wasserpumpe einfach hier hinstelle. Das wäre, glaube ich, ganz nett. Doch, das werden wir mal stattdessen versuchen. Alter, diese Rohrschachspiele, weißt du, furchtbar. Ich weiß, Rohrschach ist was anderes, aber passt halt gerade namentlich irgendwie dazu. Ja, da kommen wir gar nicht dran. Na toll, ist ja wieder herrlich. So, so. Ich habe ja gesagt, ne, mindestens einmal die Folge, einmal pro Folge meckern, dann klappt das auch. Sag ich doch. Habe ich doch gesagt. So, so, wieder aufräumen. Dann steht nämlich nichts im Weg. Oh, ich hoffe, das reicht von der Entfernung. Das wäre schön. So, so. Die Pumpe kommt wieder ab. Bitte bump. Und hier wieder hin. Zuwasser war da. Alter, ist das ein Hin und Her hier. Aber gut, das ist neu. Von daher muss man sich damit auch erstmal ein bisschen befassen. So, dann kann das auch wieder weg. Können wir auch gleich den nehmen. So, hier geht's raus, ne? Ja, beim Ventil geht's raus. Alles klar.
So, so. 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 Jawohl. So sieht das schon mal ganz gut aus. Hier noch und hier. Und nein, 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 nein. Bleib mal über Wasser. Möglichst auf dem Wasser laufen. Das wäre schön. Ich habe kein Rohr mehr, Alter. Ich habe wieder kein Rohr mehr. Gut, dann holen wir nochmal ein Restrohr nochmal hier raus. Wir haben nur noch 20 Rohre. Ich fasse es nicht. Das wird eine ganz schöne Rohrwirtschaft hier. So, so. Kann man hier, hier kann man das. Alles klar. Was? Na, so ein Quatsch. Alter, so ein Quatsch. Lass mal sein. So. Ja, hier kriegt er Energie. Das ist ein Traum. Das ist ein Traum, das ist ein Träumchen. Pumpe, Pumpe. Gut, Pumpe steht jetzt gar nicht so wahnsinnig viel, aber... Gut, das klappt ja schon mal. Müssen wir wieder nach oben. Mit oder ohne Rohr? Von mir ist auch ohne. Warte mal, mit welchem ist er jetzt verbunden? Mit dem... ganz links. Alles klar. Gut, das machen wir nochmal schnell. Ich weiß, die Aufnahme ist eigentlich schon wieder zu Ende, aber... also die Folge, nicht die Aufnahme, aber die Folge. So. Frischwasser. Frischwasser und hier mal... Das soll Schmutzwasser sein, ja? Kein Kraftstoff. Steht auf festen Untergrund. Wasser Input Pipe is disconnected or currently needed. And currently. Alles klar. Das heißt. Könnte es vielleicht sein. Dass hier das. Das könnte sein. Okay, also da. Da wo Ventil dran ist, da geht es immer also raus. Okay, okay, okay. Gut. Das werden wir nochmal ganz kurz mal aus... Ah! Guck einer an. Zack. Na bitte. Geht doch. Passt. Ist verbunden. Kann man jetzt sehen hier. Hat nur keinen Kraftstoff. Steht auf festen Untergrund. Die, der Auspuff oben ist frei. Und Wasser-Input-Pipe ist connected. Aber Wasser ist gerade nicht benötigt. Gut. Gut, gut. Okay, dann werden wir das Feintuning nächste Folge mal machen. Oder, ach nee, stimmt. Wir hatten diese Folge eigentlich ganz was anderes vor, aber gut, das machen wir dann halt, morgen, ne? Das machen wir morgen und bis dahin werde ich wohl auch wieder ein bisschen mehr, gut, das habe ich jetzt nicht bedacht, bisschen mehr Rohr hergestellt, ja, ist ja echt toll. Du ahnst es nicht. Ach Mensch, diese Überschwemmung hier über. Ja, so ist schon besser. Ich glaube, das geht dann schon. Das ist gut. Alles klar. Gut. Oh Gott. Alles klar, dann haben wir es ja. Dann haben wir es ja. Gut, ich würde erstmal sagen, bis zur nächsten Folge. Und ja. Gut, das ist für mich alles ein bisschen neu. Da, so hier unten werden wahrscheinlich auch die Wasserwerke entstehen, wie es aussieht. Ich bin gespannt, Alter. Das macht schon wieder voll Spaß. Das ist wieder voll toll. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.